Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mir gegönnt, Leute, und zwar den Rituals Deluxe Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt drei verschiedene von Rituals dieses Jahr. Das hier ist jetzt der teuerste mit 149 Tacken, 50 Cent. Alter Schwede, oder? Ich habe das eben meinem Freund erzählt, der hat gesagt, die haben sie doch nicht mehr alle. Ist wie es ist, ne? Aber da sollen 250 Euro Warenwert drin sein, das rechnen wir natürlich aus. Der Zusammenbau des Adventskalenders war nicht cool. Ich habe da überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Mein Freund musste mir helfen, weil ich kurz vor Verzweifeln war tatsächlich. Ja, Lichterkette habe ich aber noch drum rumgebrockelt. Ich muss aber gestehen, dass ich tatsächlich die Seite, die ihr nicht seht, nicht bestückt habe. Da habe ich die Schachtel hier vor mir liegen, weil ich bin durchgedreht. Aber gut, ist wie es ist. Schöner Adventskalender, also wenn du den irgendwie in der Weihnachtszeit bei dir rumstehen hast, dann ist auf jeden Fall ein dekoratives Teil, oder? Finde ich sehr, 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 sehr schön. Wirklich. Der wird auch weiter befüllt. Entweder kriegt mein Freund den oder ich weiß, dass meine Schwiegermam in Spee halt richtig hart auch auf Rituals abfährt und ich glaube, die würde den auch wieder mega feiern. Letztes Jahr hat sie nämlich auch das Weihnachtsdorf bekommen. Der ist wunderschön, oder? Ja, also wir gucken jetzt einfach mal in die Nummern nach und nach rein und schauen, ob sich der Adventskalender lohnt. Selbstverständlich starten wir mit der Nummer 1. Was ich ein bisschen blöd finde, es stehen hinten drauf die Sachen, die drin sein sollen. Also quasi, ja, so angeteasert, ne? Das heißt, da wird das Wiederbefüllen etwas schwierig. Oh, das riecht aber sehr angenehm. Hier haben wir Sweet Vanilla Private Collection. Das ist eine Kerze. Die ist ja eigentlich immer so zu den Adventssonntagen drin. Aber ich glaube, der erste Adventssonntag ist noch im November, ne? Riecht wirklich genial. Ich mag den Duft. Der ist so total unisex, total herb auch irgendwie. Oh, mag ich gerne leiden. Ich weiß tatsächlich bei diesen Kerzen nie so wirklich, wie ich die bepreisen soll. Ich mache da so einen Pi mal Daumenpreis mit bei, ne? Ja, es steht tatsächlich ziemlich viel hier hinten drauf. Naja, hier habe ich jetzt die Nummer 2. Und das ist halt eine Full Size von diesem Hair and Body Mist Ritual of Mea Sparkling Hair and Body Mist. Das heißt, da muss man aufpassen. Es könnte glitzern, Leute. 50 Milliliter sind hier drin enthalten und hier haben wir ein Glas. Fläschchen. Das ist hammerhart, Leute. Sweet Orange and Cedarwood, also das ist ein ganz toller Duft. Ich persönlich mag gerne den Duft von The Ritual of Mea, verwende aber keine Haar- und Body-Parfums. Aber vielleicht, wenn man sowas hat, vielleicht dann doch. Und der Duft passt 1A zur Weihnachtszeit. Auch mit dabei ist selbstverständlich die Nummer 3. Und hier geht es um eine Handmassage. Ui, The Ritual of Sakura liebe ich. Recovery Hand Balm für trockene Haut. Ich kann mich da reinlegen. 70 Milliliter und selbstverständlich gehe ich hiervon aus, also tatsächlich bei den ganzen Produkten im Adventskalender, dass wir hier Full Sizes drin haben. Alles andere wäre auch ein bisschen traurig, ne? Aber ja, mega. Finde ich gut. Wir haben hier Kirschblüte, Reismilch, ne? Das ist einfach traumhaft angenehm. Hier habe ich jetzt die Nummer 4 und hier geht es jetzt um den zweiten Sonntag. Das heißt, hier wird uns die zweite Kerze erwarten. Da bin ich auf den Duft gespannt. Und diese Öffnungsdinger, ne? Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, kennt ihr das noch, was man damals so gemacht hat? Himmel und Hölle haben wir das damals genannt. Ja. Das ist so, ich finde es witzig. Okay, mein Humor ist merkwürdig, Entschuldigung. Sweet Jasmine, also Jasmin. Oh, das finde ich auch sehr cool. Ich persönlich finde es übrigens schön, dass hier diese Kerzen in den Adventssonntagen drin sind, weil die irgendwie, es passt halt, ne? Und ich mag den Duft. Richtig angenehm. Der Tag vor Nikolaus, den habe ich jetzt hier in der Nummer 5, wobei Rituals ja eigentlich ein englisches Unternehmen ist. Dementsprechend müsste jetzt eigentlich in der 5 etwas mega krasses drin sein und in der 6 dann etwas auch krasses, aber nicht mehr ganz so mega krasses. The Ritual of Ying, das ist auch ein ganz tolles Produkt. Sense Foam Shower Gel mit Sacred Wood und Lavendel. 200 Milliliter ist eine Full Size, ne? Ganz toller, beruhigender Duft. Ich bin Abendduscher, dementsprechend ist es für mich perfekt. Dann schauen wir mal, was Nikolaus jetzt zu bieten hat. Auch das ist ein sehr schweres Produkt. Ui. Laundry Deluxe Refreshing Spray Amsterdam Collection. Tulip and Japanese Yuzu von Rituals. Das ist auch eine Full Size mit 250 Millilitern. Das ist ein luxuriöses, erfrischendes Spray. Und das kannst du dir halt so auf die Kleidung sprühen oder auf die Bettwäsche oder so. Und dann hast du immer diesen Hauch von frisch gewaschener Wäsche und sowas. Liebe ich total. Also das finde ich gut.
Hier haben wir jetzt die Nummer 7 und allein, dass wir halt so große Boxen haben, ist schon mal eine schöne Geschichte, weil das verheißt uns doch grundsätzlich, dass da auch große Produkte drin sind, oder? hier habe ich jetzt von The Ritual of Mare das Body Mousse to Oil. 150 ml, auch hier wieder dieser Zedernholz und Orangenduft. Ich finde, das ist einfach der Weihnachtsduft überhaupt. Und dieses Mousse to Oil ist halt für Winter so angenehm. Du hast diesen schönen Schaum, also ich habe das auch schon mal leer gemacht, ne? Diesen schönen Schaum auf der Hand, der so richtig schön fluffig ist. Damit gehst du über den Körper und es wird halt wie so ein schnell einziehendes, richtig, richtig tolles Körperöl. Und das mag ich richtig gerne leiden. Das hat jetzt nicht irgendwie einen Schimmer oder so mit dabei. Es ist einfach super angenehm und pflegend und erste Sahne. Die Nummer 8 darf grundsätzlich machen, dass es kracht. Und hier geht es um Weihnachtsmagie. Magisch ist es sowieso irgendwie gefühlt, ne? Mit diesem Adventskalender. Das ist auch immer was ganz Spezielles. Der Rituals Adventskalender. Da freue ich mich jedes Jahr tatsächlich aufs Neue drauf, den mit euch zusammen auszupacken. Die Optik ist natürlich immer das Highlight überhaupt. Ich habe mir auch den ganz kleinen bestellt, da warte ich noch drauf. Der müsste dann demnächst mal kommen. Hier habe ich jetzt von The Ritual of Karma Travel Size Scrub Sensitive Skin. Do good and good will come your way. Mild Body Scrub Paste, 100 ml. Ich mag das leider nicht ganz so gerne, weil das mir einfach zu mild ist, zu sanft. Also das fühlt sich halt an, als würde man nur einen Hauch von Peeling auf den Körper geben. Und ich mag das auf dem Körper halt wirklich sehr schrubbelig. Im Gesicht darf es nicht schrubbelig sein, da mag ich gar nicht mit mechanischen Peelings zu arbeiten. Aber kann man machen. Das wird auf jeden Fall weiter wandern. Ich bin gespannt, worüber wir uns in der neuen freuen dürfen. Ah, schade, Schokolade. Okay, das mag ich leider gar nicht. Das ist von The Ritual of Sakura Home Perfume. Auch hier Reismilch und Kirschblüte, ne? 50 ml. Ich finde, das riecht nach eingeschlafenen Füßen. Keine Ahnung. Also ich hatte das auch schon mal aussortiert. Das habe ich euch auch in einem Aussortiert-Video, in einem Flop-Video erzählt, ne? Mag ich gar nicht leiden. Und da wurden mir auch in die Kommentare reingeschrieben, dass es bei vielen so ist, dass sie den Duft gar nicht mögen. Also dass die Reihe Ritual of Sakura halt hart gefeiert wird, ne? Aber dass man halt diesen Duft von diesem Raumparfum gar nicht mochte. Ja. So, wie wird es nun mit der Nummer 10 weitergehen? Also hier würde ich auch wieder sagen, haben wir eine Full-Size von so einer schönen Dose. Ja. Oh. Das ist so hübsch, wenn ein das direkt hier so anlacht. Ne? Dann freut man sich. Oh, guck mal. Ja, es ist definitiv ein Unisex-Adventskalender. Ne? Das haben die ja auch schon anfangs gesagt. Shower Foam, Cedarwood and Vitamin E-Komplex. Auch das Schönheitsvitamin darf bei den Männern einziehen. 200 Milliliter sind hier drin. Mensch, 200 Milliliter sind da drin. Mensch, reden. Das ist spät. Finde ich cool. Ich würde sagen, die Reihe kenne ich noch nicht, ne? Vielleicht möchte mein Freund das verwenden, aber der hat eigentlich genug Duschgel. Vielleicht aber auch mein Stiefschwiegerpapa in Spee oder so. Mal gucken. Also das wird auf jeden Fall seinen Besitzer wechseln, weil bei mir wird es nicht bleiben. Ich wurde tatsächlich auch im Vorfeld gefragt, ob ich diesen Adventskalender empfehlen würde, wenn man einen Adventskalender für den Freund kaufen möchte. Da wäre ich bei Rituals immer ein bisschen vorsichtig. Also da würde ich tatsächlich sagen, als Paar kann man sich den vielleicht teilen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber jetzt generell nur für einen Mann, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, könnt ihr auch jetzt schon zwischenzeitlich machen, ob ihr denkt, dass dieser Adventskalender für einen Mann geeignet wäre. Also rein alleine, nur für einen Mann, ne? So, dann schauen wir mal in die Nummer 11 und hier haben wir den dritten Adventssonntag. Und das ist jetzt eine neue Verpackung-Design-Geschichte. Savage Garden. Den Duft mach ich nicht so gerne leiden, muss ich gestehen. Also das ist nicht ganz so meine Welt. Es riecht nach Männerumkleide, also im positiven Sinne, nachdem die Männer sich dort mit Deo eingedieselt haben. Aber es hat auch einen Hauch von Fuß irgendwie. Die Frau nur immer mit ihrem Fußduft, ne? Man weiß es nicht. Ich persönlich finde ja immer die Halbzeit auch ganz interessant, ne? Die Nummer 12 haben wir hier. A Merry Meeting steht hier drauf. Was sollen wir denn treffen? Rituals Laundry Deluxe Softener and Scent Booster. The Ritual of Sakura? Das kenne ich nicht. Laundry Deluxe, also quasi Wäsche Deluxe. Sehr interessant. Sagt mir persönlich jetzt gerade im ersten Step gar nichts. 75 ml sind hier drin enthalten. Ich würde sagen, das ist ein Weichspüler oder ein Wäscheparfum. Was du dann in die Wäsche mit reinmachst, ne? Das ist ziemlich cool. Bin ich ehrlich. Also ich feiere das.
So, dann habe ich jetzt hier einmal die Nummer 13, Blissful Coconut Bath. Oh, Kokosnuss. Mag ich so lala, um das mal so zu sagen. Hier habe ich jetzt ein Sachet drin. Original of Ayurveda Coconut Milk Bath, Indian Rose and Sweet Almond Oil. Okay. Das machst du wirklich in ein Vollbad. Also das hier ergibt ein Vollbad. Hier haben wir 100 Gramm drin enthalten. Ist dann wirklich sehr luxuriös, ne? Ja, weiß ich nicht. Also zum einen, wir haben keine Badewanne. Zum anderen finde ich jetzt unser Ski in einem 150-Euro Adventskalender blöd. Das hätten die vielleicht in einer anderen Verpackung einfach präsentieren sollen. Dann hätte ich mich mehr drüber gefreut. So finde ich das jetzt echt irgendwie nicht so geil. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, weil das ist halt nur eine Einmalanwendung und dann ist es weg. Und das ist irgendwie mau. Schauen wir mal, ob die Nummer 14 jetzt so ein bisschen meine Stimmung heben kann. Hier hinten steht drauf A Christmas Glow. Oh, da machen sie jetzt aber wirklich gerade so ein bisschen Mähsachen nacheinander, oder? The Ritual of Namaste, Conscious Skincare, Glow Radiance Anti-Aging Serum, Bakuchiol Repair Complex, 10 Milliliter. Das ist halt wirklich keine Full Size, ne? Das ist eine kleine Travel Size, eine kleine Größe. Gut, du kannst das Serum da einfach mal für eine Woche testen oder so, dann wirst du es leer haben. Dann kannst du einfach gucken, ob dir das halt gefällt, ob du damit klarkommst. Bakuchiol ist ja die, haben wir jetzt irgendwie öfters im Adventskalender drin, oder? Die natürliche Variante zu Retinol, dementsprechend auch ein bisschen hautverträglicher. Ja, Anti-Aging schon nice, aber halt schade Schokolade, dass es eine Travel Size ist. Das war ein Reim. Irgendwie. Ja, so langsam leert sich auch hier der Baum, ne? Die Nummer 15 habe ich jetzt hier. Die ist wieder schön groß. Das ist bestimmt famos. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn das so wäre. Wir haben hier ein Produkt, was wieder die Unisexigkeit von dem Adventskalender ausmacht. Und zwar The Ritual of Oat. Oat and Patchouli Foaming Shower Gel mit 200 Millilitern. Ja, also das zweite wirklich klar definiert. Ja, nicht unbedingt. Du kannst als Frau auch Männerdüfte, also maskuline Düfte und als Mann auch feminine Düfte verwenden, aber jetzt so allein vom Packaging und so her, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Das schreit für mich halt eher danach, dass mein Freund dazu greifen würde, wenn es im Regal steht, als dass ich danach greifen würde. Ja, deswegen, also das zweite, wo ich jetzt klar auf den ersten Blick sagen würde, safe, eher so ein maskulines Produkt, ja, ist okay. Also für, wenn, ne, das, also, wie soll ich das sagen? Wenn man sich den Adventskalender per se teilt, ist das okay, definitiv. Und es ist auch schön, dass der Mann dann halt auch ein bisschen was kriegt, ne? Vor allem, weil auch dieses Ritual of Ying, das können auch beide quasi verwenden. Aber irgendwie, warum zwei Duschgele dann so direkt hintereinander? Das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so abwechslungsreich. Hier unten drunter sind auch so Pakete. Da habe ich jetzt hier nämlich zum Beispiel die Nummer 16. Und da habe ich drin Life is a Journey Car Perfume Holder and 2 Refills. Leather and Patchouli. Okay, das ist natürlich eine coole Geschichte. Mit der Richtung Sport steht hier hinten drauf. Also du kannst es in dein Auto einfach reinmachen. Sowas mag ich gerne leiden. Und hast dann definitiv auch noch 2 Refills mit dabei, die du dann da reingeben kannst. Die macht man dann irgendwie da hinten rein. Das ist interessant. Klemmt man sich wahrscheinlich irgendwie in die Lüftung oder so. Instructions, how to use the refill stream steht hier auch mit dabei. Genau, dann hast du hier auch so einen Clip mit drin und halt auch so einen Refill. Dann kannst du das einfach in dein Auto geben. Ich habe da aktuell was aus der Glow Pro Box, die ich bekommen habe. Das ist mit ätherischem Öl. Das ist halt ein bisschen ja, einfacher nachfüllbar, sage ich jetzt auch mal, ne? Weil du da auch theoretisch einfach so Parfüm drauf sprühen könntest. Da bin ich mal auf den Duft gespannt, aber dieses Leder und Patchouli hört sich auf jeden Fall noch etwas an, was ich auch sehr, sehr gerne mögen würde. Ja, nicht verkehrt. Und auch einfach mal ein bisschen was anderes, ne? Schauen wir mal in die Nummer 17. Da befinden wir uns jetzt noch nicht ganz in der Weihnachtswoche. Wir sind noch eine Woche, exakt eine Woche vor Heiligabend. Hier ist ein sehr, sehr kleines Produkt drin enthalten. Und zwar der Natural Booster Bakuchiol. Hatten wir, ja gut, wir hatten hier den, das Serum mit Bakuchiol. Und das ist der Booster Skin Tone and Elasticity 4 Milliliter. Also das ist halt wirklich eine sehr, sehr kleine Größe. Also das finde ich jetzt für einen 150-Euro Adventskalender, auch wenn das einen gewissen Wert hat, klar, ne, finde ich das nicht gut.
Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche und die Weihnachtswoche beginnt mit dem vierten Adventssonntag, sodass wir hier dann auch unsere vierte Kerze erwarten dürfen. Und das ist ein Precious Amber Duft. Oh, der sieht auch sehr ansprechend aus, wird dann auch sehr würzig sein, denke ich, ne? Mega orientalisch, wow, der riecht aber nach ganz orientalisch. Aber mega angenehm, das mag ich. Oh wow, wir gehen echt in den Endspurt, ne? Ich habe jetzt hier die Nummer 19. Und hier haben wir The Ritual of Hammam, A Purifying Ceremony for Body and Soul, Soul Uplifting Body Cream. 100 ml sind hier drin enthalten. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, die man auch, ja, unisex verwenden kann. Rieche ich jetzt so nichts durch, aber Eukalyptus und Rosmarin hört sich auf jeden Fall sehr erfrischend an. Was man in der Erkältungszeit auch safe gebrauchen werden kann, ja. Die Nummer 20, da habe ich mich auch schon die ganze Zeit drauf gefreut, weil das so groß ist, ne? Sowas mag ich ja immer gerne leiden. Oh, das ist auch ein Raumparfum. Joy for Body and Soul steht draußen dran. Parfum d'Intérieur Relax Interior Perfume. Sacred Lotus and Jujube, 250 ml. Das ist ja auch dann quasi Ritual of Ying, ne? Und sowas mag ich gerne. Das finde ich toll. Das ist auch voll mein Ding. Das kannst du bestimmt auch super als Deep Sleep Pillow Spray, also als Kissenspray verwenden. Und das finde ich sehr schön. So nämlich. So gehört sich das in einem 150 Tacken Adventskalender, Leute. Dass man hier auch so krasse Produkte reingepackt bekommt. Die Nummer 21 ist sehr schwer und die macht jetzt weiter in dem 20er Bereich. A Christmas Sparkle steht hier auch wieder außen dran. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, ne? Oder A Christmas Glow hatten wir dann, weiß ich nicht. Wow, okay, das ist wirklich A Christmas Sparkle. Ist Glas. The Ritual of Karma. Do good and good will come your way, genau. A Soul Shimmering Body Oil mit Holy Lotus und White Tea, 100 ml. Das ist eine Full Size von diesem Shimmering Body Oil, was ich schon total oft mal in so einer kleinen Größe auch mit drin hatte. Das ist wunderschön für die Beine. Es ist wunderschön für die Schlüsselbeine, ne? Für den Dekolleté-Bereich auch richtig cool. Du hast ja nur sehr, sehr grobe Glitzerpigmente mit drin. Also da habe ich definitiv feinglitzerigere, die ich schon in Anwendung hatte. Aber es ist schön. Passt auf jeden Fall auch, damit man sich einen schönen Christmas, einen schönen Weihnachtsglow verpassen kann. Und dann mit den Tannenbaumkugeln um die Wette glitzert. Die Nummer 22 ist auch wieder so ein Oschi. Oh ja, ich glaube, das habe ich auf dem Werbebild gesehen. Da habe ich mich auch ehrlich gesagt mega drauf gefreut. Das ist nämlich ein Raumduft. Wild Fig, also wilde Feige, Private Collection von Rituals. Das ist eine Full Size von so einem Raumduft. Richtig cool. Und das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, als Kerze auch mit drin. Hier haben wir die Stäbchen, die wir oben reinstecken können, ne? Oh, da freue ich mich richtig drauf. Das kommt ins Badezimmer. Und oder in die Küche, ne? Und dann wird das einen richtig schönen Duft geben. Mag ich so gerne. Also mit den Stäbchen kannst du halt selber variieren, wie intensiv du den Duft haben möchtest. Wenn du es nur ganz leicht möchtest, machst du nur ein, zwei Stäbchen rein. Wenn du sagst, Mensch, ich habe einen größeren Raum, dann machst du halt alle Stäbchen rein. Dann hast du aber auch die volle Duftexplosion bei dir zu Hause. Ich mag das gerne. So, dann gucken wir mal, was der Tag vor Heiligabend uns zu bieten hat. Also was wir quasi vor Weihnachten machen sollen. Mistletoe Moments, sagt uns. Mistelzweigmomente. Haben wir hier eine Lippenpflege drin oder was ist das? Nein, ernsthaft. Haben wir hier wirklich. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Ich habe an Küssen gedacht, definitiv. Yo, Peel hier. Nein, was bist du denn? Irgendwie sowas. Nude Natural Lip Care. Genau, da steht hier drauf. Das ist wirklich ein Lippenpflegestift. Wie kriege ich dich denn auf? Wow. Ja, aber jetzt mal ohne Flachs. Wenn ich einem Mann den Adventskalender schenke und der dann da am 23. Dezember ein Lippi drin hat, das feiert der, glaube ich, jetzt nicht ganz so hart, oder? Also meiner wird es nicht so hart feiern. Riecht angenehm, irgendwie so nach Erdbeere. Neuer Akku, neues Glück. Ja, und ich habe auch gerade ein bisschen verzweifelt auf den Adventskalender geschaut und mich gefragt, hä, ich habe doch jetzt alles ausgepackt, wo sind denn die 24 hin? Ja, die sitzt hier oben nämlich drauf. Und die hält auch die Stabilität von dem Adventskalender. Holiday, oh Gott, das kann man schlecht lesen. Holidays in the Himalayas. Finish your advent of right with this sophisticated and subtle perfume from the Valley of Flowers. Ach, guck mal, hier haben wir ein Parfüm drin. Schön. Kriege ich dich denn auf? Huch. So, okay. Ja, das hatte ich auch schon öfters mal.
habe ich auch verwendet in letzter Zeit, um es in Verlosungsboxen zum Beispiel reinzumachen. Ja, genau, wenn ihr was bei mir gewonnen habt, dann habt ihr den Duft nämlich auch gerochen. Das ist ein Eau de Parfum von dem Rituals of Himalaya, müsste das sein. Das sind 15 Milliliter hier drin und das ist wirklich ein schöner Duft, kann man nicht anders sagen. Ja, also ich feiere das wirklich sehr, weil ich glaube, letztes Jahr oder die letzten Jahre waren dann irgendwie auch irgendwelche Männerparfums drin. Ja, schön. Das war der Adventskalender, Leute, ne? Der leuchtet hier noch so vor sich hin und ich werde den auch neu befüllen, definitiv. Das wird zwar eine ziemliche Friermüllarbeit werden, weil diese Boxen auf und zu zu machen, ist echt nicht so ein Träumchen. Ich finde den aber richtig, richtig, richtig schön, also optisch gesehen. Auch vom Inhalt her hat er mir persönlich recht gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, 150 Euro und dann hast du da ab und an so ein Mini-Pröbchen mit drin, hat ein Geschmäckle. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool. Ich würde ihn definitiv für ein Paar empfehlen, was drauf steht, auch mal andere Düfte auszuprobieren. Oder es ist halt eine Person, die sagt, Mensch, ich verwende sowohl maskuline als auch feminine Düfte, ne? Weil wir halt wirklich einiges an maskulinen Düften hier drin haben. Das heißt, würde ich nicht rein alleine einer Frau schenken, würde ich aber auch nicht rein alleine einem Mann schenken, weil ich glaube, der würde das auch nicht so sehr feiern, dann am Ende halt dieses Ritual of Himalaya drin zu haben oder den Lippenpflegestift oder halt auch diesen Body Glow. Das ist halt echt so eine Sache, muss man halt mal schauen und da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Dafür ist ja die Community auch hier, damit jeder seinen Senf auf friedliche Art und Weise ablassen kann, denn ich bin ja nicht für den Adventskalender zuständig, ich sage nur meine Meinung darüber. Ich finde es schön, dass wir hier auch einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand Hinausblickprodukte haben, wie zum Beispiel diesen Wäscheduft. Die Kerzen feiere ich persönlich ehrlich gesagt mittlerweile sehr. Dass wir die Lippenpflege drin haben, finde ich sehr schön. Den Raumduft, hier dieses Perfume-Interieur-Gedönsen finde ich klasse. Auch diesen Duft für das Auto finde ich total schön. Also für mich ist es eine schöne bunte Mischung und auch so Momente, die ich halt bei dem Unboxing hatte, dass ich mir gedacht habe, ach, da hätte ich jetzt einfach mal nicht mit gerechnet, ne? Jo, genau, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Ritual Deluxe mega krass ultimativ teuer Vieh Adventskalender. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Adventskalender. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich mega von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!